Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Faszination Finanzen. Ich bin Christoph von Liquifinanz und heute sprechen wir über den Invesco Elwood Global Blockchain ETF. Wer häufiger auf Social Media unterwegs ist, der hat diesen ETF wahrscheinlich schon häufiger gesehen. Es ist der Trend-ETF aus dem letzten Jahr und aus dem heutigen Jahr. Was genau ist dieser ETF eigentlich und worin investiert er? Der Elwood Blockchain Global Equity Index bietet Zugang zu den globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren und künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, sich mit dem potenziellen Wachstum der Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln. Die Gewichtung der Indexkomponenten unterliegt Liquiditätsbeschränkungen und den Vorgaben der UCITS-Richtlinie. Der Index wird von Solo Active AG für Elwood Asset Management berechnet. Elwood Asset Management ist ein auf die digitale Assets spezialisierter Investmentmanager. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Dieser ETF ist noch recht jung und wurde am 8.3.2019 auferlegt und hat mittlerweile eine Fondsgröße von knapp 1 Milliarde Euro. Er ist physisch replizierend und hat eine Gesamtkostenquote von 0,65%, welche im Verhältnis zu anderen ETFs nicht günstig ist. Gucken wir mal auf die junge Performance. Hier können wir sehen, seit Auflage, also seit über 2 Jahren, hat der ETF 177,29% geschafft. Das waren knapp 60% im Jahr. Aktuell sieht es aber aus, als würde dieser eher seitwärts laufen. Gucken wir uns mal die Zusammensetzung an. Insgesamt der Position hat dieser ETF 50 Stück. Ich weiß, vor kurzem waren es nur 38, also hat er 12 neue Unternehmen in den Index mit aufgenommen. Die aktuell 10 größten Positionen dieses Indexes sind auf Position 1 Bitfarms, Onex Group, Hive Blockchain Technologies, SBI Holdings, Coinbase, GMO Internet, Kakao Corp, Taiwan Semiconductor, MicroStrategy, CME Group Inc. Gucken wir uns mal ein paar dieser Unternehmen genauer an. Bitfarms ist die Nummer 1 mit der höchsten Gewichtung im ETF. Wenn wir mal auf deren Seite gehen, sehen wir, dass sie nach ihren eigenen Aussagen hin das größte Mining-Unternehmen Nordamerikas sind. Den zweitgrößten Anteil in diesem ETF hat die Monex Group. Monex Group ist nicht nur ein Finanzdienstleistungsunternehmen, sondern erwarb 2018 auch noch mit eins der größten Kryptobörsen aus Japan. Die fünftgrößte Position bezieht Coinbase. Coinbase hatte vor 3 Wochen ungefähr sein IPO und war zu dem Zeitpunkt 100 Milliarden Dollar schwer. Kurz nach dem IPO war die Aktie bei 350 Euro, fiel zwischenzeitlich auf 200 Euro und ist jetzt wieder bei 250 Euro, was dadurch sein kann, dass dieser ETF einige Anteile des Unternehmens erworben hat. Aktuell kann dieser ETF bei 9 verschiedenen Anbietern bespart werden und bei 3 davon sogar kostenlos. Ich bespare diesen bei Scalable Capital. Seid ihr noch nicht bei Scalable Capital, kann ich euch dieses nur empfehlen. Ihr findet einen Partnerlink für die Kontoeröffnung in der Videobeschreibung. Meiner Meinung nach hat dieser ETF sehr großes Potenzial, noch stark zu wachsen, denn wir stehen noch ganz am Anfang der Blockchain-Technologie. Hier können wir erkennen, dass der Anlagestil dieses ETFs sehr breit gestreut ist. Er investiert nicht nur in kleine, sondern auch in mittlere und in große Unternehmen, sowohl im Value wie auch im Growth und im Blend-Bereich. Blend-Bereich heißt, es ist ein Gemisch von beidem. Schauen wir uns mal diesen Chart von diesem ETF an, können wir erkennen, dass es im ersten Jahr eine leichte Seitwärtsbewegung gab, dann Corona kam und seitdem es kontinuierlich aufging und seit gut ein paar Monaten, seitdem auch der Bitcoin dann in den Nachrichten war, der Kurs dann doch deutlich gestiegen ist. Meiner Meinung nach wird der Kurs sich nochmal nach unten korrigieren. Der Hype wird nochmal ein bisschen weggenommen. Aber dadurch, dass Blockchain eine Technologie ist, die uns noch wirklich lange begleiten wird und dieser Index auch noch neue Unternehmen und mehr Unternehmen irgendwann aufnehmen wird, sehe ich jedoch ein großes Potenzial, eine wirklich gute Rendite im Blockchain-Bereich zu erwirtschaften. Vor einiger Zeit habe ich auf meinem Liquidfinanz Instagram-Profil einen Beitrag zu diesem ETF gemacht. Unter die Lupe genommen, Global Blockchain. Hier könnt ihr auch nochmal alles Interessante über diesen ETF nachlesen und mir gerne mal was dazu in die Kommentare schreiben. Jetzt nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Auf liquidfinanz.de, meiner Homepage, findet ihr meine veröffentlichten Bücher und hier unten auch mein ganz neues Buch 101 Kryptocoins, Anwendung und Technologie. Dieses Buch bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt. Habt ihr diesen ETF schon in eurem Portfolio? Bespart ihr diesen oder ist er nur auf eurer Watchlist? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte hinterlasst mir doch ein Abo, das kostet euch nicht viel, eigentlich gar nichts. Und lasst mir doch bitte ein Like da. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.